Guten Tag, mein Name ist Eva Bretterhofer und ich besuche das Hertha-Reich-Gymnasium in Mürzzuschlag. Ich habe das Glück, die Freiheit, wissen zu dürfen, wer ich bin. Ich kenne meine sexuelle Identität und meine geschlechtlich anerkannte Rolle in der Gesellschaft. Right? Dear ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, meine Herren und Damen, dear gentlemen and ladies, bemerken Sie schon die Ironie? Wenn Sie sich bis dato noch nicht mit den standardisierten Geschlechterbezeichnungen auseinandergesetzt haben, vermutlich nicht. Standardisierte Geschlechterbezeichnungen. Aber es gibt doch nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Man and woman, oder nicht? If only that were true. People who do not identify as man or woman, but maybe both or something in between, oftentimes struggle a lot with finding their correct forms of address or pronouns. Am I an it? Machen wir doch einen kleinen Exkurs in die Welt der deutschen Konjugation. Nehmen wir zum Beispiel das Wort lieben. Ich liebe, du liebst, er liebt, sie liebt, es liebt und so weiter. But who is supposed to feel represented by the pronoun it? Hat es nicht eine negative Behaftung, wenn damit beispielsweise auch von Tieren gesprochen wird? How can people who do not identify themselves as man or woman feel included in any type of salutation if neither the German or English nor any other language provides the ideal vocabulary? Wenn mein Geschlecht nun also von unserer Normalität der Männlein und Weiblein abweicht, wie ist es möglich, dass ich mich ohne konkrete Pronomen in einer Gesellschaft, die sich mit Hass und Ausgrenzung von Menschen beschäftigt und diese nicht respektiert und akzeptiert, gut aufgehoben fühle? Für die LGBTQIA+-Community ist es eine Leichtigkeit, regelmäßig einen weiteren Buchstaben zum Buchstabensalat ihres Namens hinzuzufügen. Aber die Gesellschaft ist nicht in der Lage, die mit und ohne Glieder zu akzeptieren und ein oder zwei Wörter für deren angemessene Begrüßung zu erfinden? Früher wusste auch jeder, wer gemeint ist. Have you ever taken a closer look at the relationships of historical people? For example, think about Schiller and Goethe. Oh wait. Wait, of course, I forgot. It is completely normal for male best friends to write romantic love letters to each other. Sorry, my bad. Oh, and what about the historians who shared a flat with their close friend? Were they really just roommates? It is safe to say that history tried to hide homosexual people and failed miserably. Anstatt die junge Generation schon von klein auf über die Natürlichkeit verschiedenster Menschen und deren sexuelle Orientierung zu unterrichten, wird immer noch auf traditionellen Sichtweisen beharrt. Wie soll es für ein Kind normal sein, dass sich zwei Männer küssen, wenn die Eltern ihm beibringen, dass gleichgeschlechtliche Liebe falsch ist? Traditionelle Geschlechterrollen müssen aufgebrochen werden. Fathers can take parental leave, women should earn the same amount of money as men, and every other person in between or not included in the gender spectrum should have the exact same rights as every other human. I remember the day in third grade when my best friend told me she was pansexual. Two thoughts crossed my mind, one being, you are what? And the other, how do I deal with that? It turned out that she was not in love with pans, which is what I thought at first, but she just didn't care about the gender of whomever she envisioned herself to be in a romantic relationship with. Secondly, as it is, I have never had to learn how to deal with her sexual orientation, because it is none of my business. It is her life and she can be whoever she wants to be. Ob meine beste Freundin die einzige war, die sich vor mir geoutet hat? Keineswegs. Aber ist es nicht traurig, dass sich Homosexuelle oder Bisexuelle oder Pansexuelle oder Transsexuelle Menschen noch immer dazu verpflichtet fühlen, sich outen zu müssen? Sie sehen die Anzahl an Schubladen, in die man menschliche Individuen stecken kann, sind endlos. Warum sollte man sich, wenn man Teil der LGBTQIA+-Community ist, vor seinem ganzen Umfeld zu seiner Sexualität bekennen müssen? Isn't it rather embarrassing to talk to your parents or grandparents about what kind of people you have dirty fantasies about? Außerdem kann sich die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität im Laufe des Lebens ja ändern. Warum auch nicht? Es müsste doch völlig irrelevant sein, wenn ich liebe, who I want to love. I want to know who I am. Wer bin ich? I believe that every person has had this thought at least once in their life, but without a doubt, LGBTQIA+ community members have to face more challenges along the way.
Abgesehen davon, dass sie oftmals herzzerreißende Aufklärungsgespräche mit Angehörigen ertragen müssen, finden viele Personen es auch wichtig, sich selbst eine passende Bezeichnung, a label, zu geben. Whether I identify as queer, lesbian, bisexual, omnisexual or ace, or I'm in love with pants, is none of anybody else's concern. Nevertheless, and much to my disappointment, I still feel the pressure to define my identity. Bin ich denn dazu verpflichtet, meine sexuelle Identität mit jedem zu teilen? In the end, it is freedom that people who do not fit into traditional categories crave for. Freedom to live and freedom to love. Die persönliche Freiheit ist ein Menschenrecht und es sollte jedem menschlichen Individuum gestattet sein, man selbst zu sein. Leider funktioniert dies bekannterweise in vielen Ländern nicht wie gewünscht. Take the Austrian mindset for example. Why do we view torture as a crime, but still justify the discrimination of people who are in desperate need to find their identity? I might be wrong, but as far as I can remember, our school teachers only taught us about heterosexual sex, and the topic of homosexuality was rarely discussed in my town, until my friends and I decided to make a change. Durch Präsentationen in vielen Klassen meiner Schule wollten meine Freunde und ich unsere MitschülerInnen über die verschiedensten Geschlechter und sexuellen Orientierungen aufklären und klarstellen, dass es okay und normal ist, anders zu sein. Luckily, we were allowed to hoist a pride flag in front of our school building during Pride Month. A flag that stands for pride, Stolz, Diversity, Vielfältigkeit und Community, Gemeinschaft, waving in the colors of the rainbow. Wir hissten vor unserer Schule eine Flagge, eine Regenbogenflagge, wunderschön in all ihren Farben. Can you already guess the ending? Right, our pride flag was torn down and burnt brutally by a group of teenagers. Torn down and burnt. All die wunderschönen Farben, heruntergerissen und verbrannt. Was hat sie dazu verleitet, unsere Fahne einfach abzureißen und zu verbrennen? War es vielleicht Unverständnis, a lack of understanding, Unsicherheit, insecurity, Angst, fear? Aber Angst wovor? Angst davor, welche Geschlechtsteile ich in meiner Hose habe? Angst davor, wenn ich küsse? Afraid of love? How can I be scared about someone else's sexual orientation or gender? Who do I think I am to decide about a character other than my own? Wer oder was erlaubt mir, dich aufgrund deiner sexuellen Orientierung zu diskriminieren? Wir alle wünschen uns im Leben nur Verständnis, Respekt, Akzeptanz und Liebe. Therefore, I want to raise my voice for everyone included or not included in the gender spectrum, for everyone who lives to love and not to hate, and for everyone who feels just a little bit different from the individual society tells them to be. Wie wäre es also statt der Begrüßung, sehr geehrte Damen und Herren, dear ladies and gentlemen, mit liebe Menschen, dear people, sehr geehrte Vertreter der Spezies Mensch, dear human being.